Willkommen zurück hier bei Bowser's Fury und damit auch willkommen auf der Glutgetriebeinsel. Aber bevor wir damit beginnen, müssen wir noch ein, zwei kleine Aufgaben machen. Dazu zählen auch hier die Plessy-Coins. Ja, tut mir leid. Ich bin zwar auch schon extrem gehypt auf die Glutgetriebeinsel, vor allem weil die auch eine echt nice Musik sogar hat. Haben wir das nicht schon mal gemacht? Naja, egal. Aber was sein muss, muss nun mal sein. Nein. Ich habe jetzt Zeit damit verschwendet, ne? Ja, man hätte direkt hier runterspringen müssen. Nein. Wahrscheinlich war... Ah, Mann, ey. Wahrscheinlich war genau das auch beim letzten Mal mein Fehler. Und deswegen habe ich dann damit nicht weitergemacht. Aber heute machen wir es auf jeden Fall zu Ende. Was denn da? Ach so. Okay, stimmt. Da muss man ja so hochklettern. Das haben wir aber ebenfalls schon gemacht. Also, echt schon gemacht. Schon abgeschlossen, meine ich damit. Also, brauchen wir da auch gar nicht mal nachschauen. Oh, jetzt wollte ich fast einfach so weiterlaufen. Ich glaube, dann hätte ich die Coin nicht mehr bekommen. Aber ich bin zum Glück noch mit Plessy weitergeschwommen. So, und jetzt hier direkt runter auf Plessy. Und trotzdem fast verkackt. Aber noch geschafft. Plessy-Medaillen-Meisterschaft. Ja, stimmt. Apropos Meisterschaft. Es wäre auch cool, wenn man so eine richtig schwere Aufgabe hätte mit Plessy. Wo man... Ja. Also, wo man auch Plessy-Medaillen sammeln muss. Aber die Aufgabe ist dann so richtig, richtig schwer. So, und was ist hier los? Ah, Captain Toad! Keine Sorge, ich hab dich. Toad-Trupp, Anführer auf Abwägen. Ja, nice. Haben wir damit alle? Ich bin mir gerade nicht sicher. Wo war denn das nochmal? Drüben? Ich weiß nicht, wo das nochmal genau war. Aber es war auf jeden Fall bei den Bowser Jr. Graffitis. Ach, hier! Hier. Okay. Und wir können ja auch einen Wutschatten jagen. Also einen schwarzen Luigi. Einen Tinten-Luigi. Ach, du Drecksack. Und ich habe gerade aus dem Augenwinkel gesehen, wir haben tatsächlich noch nicht alle. Du Sau. Glücklicherweise kommen wir hier hoch mit dem Katzenanzug. Machen wir die noch weg. Damit die uns nicht behindern. Jawohl, da haben wir noch einmal. Und ich finde es auch gut, dass er seine Position dann in diesem Ball wechselt. Weil in den New Super Mario Bros. Spielen hatte man ja auch immer diese... Wie hießen sie nochmal? Mir fällt es gerade nicht ein. Hier die Endgegner, beziehungsweise die Zwischengegner in den Türmen.
Und wenn die aus ihrem Panzer rausgekommen sind, konnte man denen direkt nochmal einen Hit geben, ohne dass die überhaupt angreifen konnten. Und das wurde hier besser gemacht. Man kann nicht nochmal angreifen, nachdem man ihn schon mal angegriffen hat. Das finde ich gut. Bitte das auch so in den New Super Mario Bros. Teilen machen. Ah, da haben wir ihn schon wieder. Nice. Cooperlinge hießen sie übrigens. Auch weg mit dir. Komm her. Okay, da haben wir ihn. Wutschatten an Bord. Geschafft. Ich hoffe, ich habe mich da nicht vertan mit den Aufgaben. Dass es nicht doch zu viele sind, die ich mir jetzt vorgenommen habe. Aber dürfte eigentlich nicht so sein. Nee. Hier ist abgeschlossen. Da oben ist noch was. Da müssen wir die Katzenjünglinge jagen. Und sonst noch hier. Aber ich glaube, bevor wir dann auf die große Insel hier gehen, machen wir dann einfach die anderen drei hier. Also alles gut. Lasst uns endlich auf die glutgetriebene Insel. Die, wie schon gesagt, echt eine nice Musik hat. Erinnert mich so ein bisschen an den Todesberg aus The Legend. Oh Mann, ey. Aus The Legend of Zelda. Also, wisst schon. Da, wo die Goronen leben. Ich denke, das sollte jedem klar sein. Ich dachte, ich nehme die auf. Hä? Ah, so nehme ich die auf. Man muss nochmal Y drücken. Okay. Oh, das ist echt nice. Das ist nice. Ist man die instant down, wenn man runterfällt? Immerhin sehe ich keine wirkliche Möglichkeit, nochmal hochzukommen, weil das ist ja alles abgezäunt da. Ich meine, wenn man da einmal runterfällt in die Lava, dann ist es vorbei. Nein. Ach so, das ist nicht so wie bei Super Mario 64. Ich dachte, ich könnte mir einen Hit erlauben, aber nein. Kann ich mir absolut nicht. Na gut. Das macht die Sache natürlich interessant. Und auch tatsächlich mal ein bisschen schwieriger, Mario. Sollst den Quatsch aufnehmen. Dankeschön. Na, mit Tanuki ist das hier ein bisschen einfach, oder? Ja, schon. Ich glaube, da war ich mit dem Katzenanzug besser aufgestellt. Na gut. Wie auch immer. Und es gibt tatsächlich eine Münze vor der Münze, die wir gerade eingesammelt haben. Ach, so ein Mist. Müll, wollte ich erst sagen. Ja, okay, so funktioniert es auch. Aber er sollte die Bombe eigentlich schon wieder aufnehmen. Ah, okay. Also Y gedrückt halten. Und
dann dagegen rennen. So kriegt man auch... So kann man die Bombe dann auch aufnehmen. Ich würde schon gerne vorher die Münzen einsammeln. Na, wobei. Nehmen wir mal den Katzenanzug. Mhm. Boah, Mario. Mach keine Hampeleien hier. Wie gesagt, nur nochmal so zur Erinnerung. Eine Berührung mit der Lava und du bist down, ne? So. Wo ist... Ja. Wo ist jetzt das Ding? So. Nicht da drin, anscheinend. Gibt's hier Wutblöcke? Was habe ich da gerade gehört? Oder sind die... Ah, okay. Ich dachte, wir können hier unter die Treppe. Und da wäre dann schon wieder so ein Insignienstück. Oh shit, jetzt habe ich gar nicht geschaut, wo Bowser ist. Okay, da drüben. Hä, wo ist der Junge? Cool. Ah, die erscheinen immer nur, wenn Bowser gerade in seiner Fury ist. Das ist nice. Okay, okay, okay. Das erklärt dann auch, warum ich seitdem keine andere mehr gefunden habe. Da sind die immer da. Ah, nein, okay, man muss erst so ein Graffiti ausmalen. Okay, ja gut. Ich dachte, da wäre ein Item rausgekommen. Mein Fehler. Apropos mein Fehler. Wo ist denn jetzt? Wo ist denn jetzt das Insignienstück? Nerv nicht. Ich glaube nicht, dass es hier drauf ist, oder? Vielleicht in der Mitte von diesem Bogen da? Nee. Wie sollte man dann da hinkommen? Komm schon. Da oben auch nicht. Der ist jetzt schon wieder so ein Rumgehampel wie mit dem Insignienstück bei diesem einen Turm. Kraxelturm, Turm hieß er, glaube ich. Also Junior, mach das mal. Braucht er lange. Aber wenigstens geht's. Und eine Glocke kommt raus. Ja, nehme ich mir mal mit als Reserve. Ah, und hier gibt es tatsächlich Wutblöcke. Aber das Geräusch, was ich eben gehört habe, kam nicht von den Wutblöcken, sondern von dieser Bob-Omb-Box. Von dieser Bowser-Box. Dennoch gibt es hier Fury-Blöcke. Schade. Ich dachte, ich hätte es jetzt gefunden. Also die letzte Insignienstück. Beziehungsweise nicht das letzte, das erste. Keine Ahnung.
keine Ahnung, wo das Ding schon wieder versteckt ist. Aber es muss ja irgendwo da unten sein. Und Moment, wenn Bowser jetzt nochmal kommt, dann gehe ich nochmal zurück. Muss ja auch alles gemacht werden. Also... also geht das schon mal. Sorry dafür, aber wie gesagt, es muss getan werden. Hä? Ich war auch hinter dem Ding und trifft das Teil noch nicht mal. Hallo. Okay. Jetzt aber. Zerstöre die Wutblöcke. Das ist anscheinend Aufgabe 2. Ja gut. Aufgabe 1 ist da oben. Direkt beim Leuchtturm. Hätte man sich aber auch denken können, weil das war ja, meine ich, bis jetzt immer so. Also, dass die erste Aufgabe das war, dass man ans Ende dieser Insel gelangen soll. Was auch bemerkenswert ist, oder? Weil das ist ja quasi wie so eine Open World aufgebaut. Aber es sind trotzdem immer so kleine Level hier drin, die man abschließen muss und wo es dann nochmal neue Aufgaben zu lösen gibt. Bisschen so wie bei Mario Galaxy. Also scheint echt so ein... so ein 3D World Galaxy Mix zu sein. Beziehungsweise auch so ein bisschen Odyssey, wie ich schon gesagt habe, weil diese kleinen Aufgaben, die man machen muss, wirken eher so wie von Super Mario Odyssey. Und da ist doch ein Stück drin. Das sieht man doch. Ja gut, jetzt haben wir Kamek zumindest weggemacht. Ich erwische aber auch immer einen... was? Wie groß ist denn die Explosion? Wollte gerade sagen, wir haben ja doch schon ein Stück aufgesprengt, ey. Ja, Mario fällt dann immer so augenblicklich darunter. Ich hätte erst auf die Plattform gehen sollen, beziehungsweise ich wollte es eigentlich so machen, dass ich halt mit diesem Hechtsprung hier mich noch retten kann. Aber hat nicht ganz so gut funktioniert. Naja, wie auch immer. Ich wollte mich gerade schon beschweren, dass ich nichts sehe. Aber er hat seinen Strahl dann doch wieder eingestellt. Boah, und das Ding ist tatsächlich echt verdammt schwer in Bowser's Fury. Holy shit. Und das war knapp. Da wäre ich fast schon wieder gestorben. Ist das offen? Nein. So, und genau so soll man es machen. Schön hinsprinten. Und dann kriegt man das Teil auch offen. Und jetzt gönne ich mir mal ein Power-Up. Was? Warum rutscht er da runter? Also mein Power-Up habe ich, glaube ich, wegen Kamek verloren.
Aber warum ist Mario da noch runtergerutscht? Ja gut, was auch immer. Ich nehme mal hier eine Feuerblume. Um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Die ist zwar hier eher nicht nötig. Aber trotzdem interessant zu sehen, dass die Bob-Oms dann direkt entzündet werden. Ah. Den habe ich nicht getroffen. Alles klar. Und wir schaffen es wieder herüber. Das ist doch zumindest etwas. So, das hier auf. Und jetzt würde ich es gerne mal schaffen. Okay, das Insignienstück haben wir zum Glück. Heißt, darum brauchen wir uns keine Sorgen mehr zu machen. Sondern wir müssen einfach nur noch hier hochkommen. Oh. Und da wäre dann auch das letzte Insignienstück. Ist klar. Welches ich mir aber noch hole. Bevor wir dann ganz oben drauf gehen. Fast getroffen von Kamek, aber gerade noch so ausgewichen. Alles klar, und da haben wir's. Und ihr chillt hier oben. Ist schon warm, ne? So. Dieser Leuchtturm hatte eben eine glänzende Idee. Hast du schon mal versucht, Amiibo zu verwenden? Nein. War ich tatsächlich nicht. Aber ich habe auch keine Amiibo. und ein Boomerang-Suit. Das ist nice. Was ist denn da drüben? Einfach die Katzeninsignie geschenkt, oder was? Scheint fast so. Aber ich sehe auch gerade, wie soll man denn da hinkommen? Mit Damage Boost? Nee, doch nicht mit Damage Boost, oder? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre echt ein bisschen lame. Okay, gehen wir mal ans Anfang der Insel gegen die Zeit hitziger Hindernislauf. Oh. Um zu sehen, welche Aufgabe wir als nächstes bekommen. Und anscheinend diese hier. Oh shit. Ja. Ungünstiger Zeitpunkt. Da wollte ich jetzt unbedingt weiter. Nicht ungünstig weiter. Ich wollte unbedingt weiter. Aber ging logischerweise nicht, weil die Plattform noch schräg stand. Oh, ich sehe auch gerade. Der Part hat schon so seine Länge. Das heißt, wir sollten gleich dann nochmal ausmachen. Deswegen machen wir es noch schnell zu Ende hier. Und jetzt habe ich einen echt guten Zeitpunkt erwischt. Weil dieser lange Teil draußen stand und ich damit eine Plattform überspringen konnte. Nice!
Na gut, dann schauen wir mal, was uns beim nächsten Mal erwartet. Der Schlüssel zum Katzenkäfig. Und jetzt stehen ja auch so riesige Piranha-Pflanzen. Ich hoffe, dass sie dann auch oben stehen werden. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal, wo wir dann auch das letzte Katzeninsignienstück finden werden.